Wer wie wir von Rünenberg zum Wasserfall hinunterwandert, dem erschließt sich das nach Abenteuer riechende Szenario nicht sofort. Man erreicht zuerst eine malerische Ebene mit Bach, Brücke und einem kleinen Wasserfall. Der Ort wird Löligumpi genannt. Doch blickt man dann in die Tiefe, ahnt man schon, da wartet noch etwas weitaus Beeindruckenderes. Der Rünenberger Gießen, wie der Wasserfall genannt wird, ist 18 Meter hoch. Sein Wasser fällt über eine imposante Felswand auf einen Tuffkegel hinunter. Ein Ort wie aus einem Abenteuerroman. Wildromantisch ist wohl die passendste Bezeichnung. Irgendwie fühlt man sich an Tom Sawyer und Huckleberry Finn erinnert. Wir stehen hier übrigens im ältesten, geologisch gesehen noch intakten Landschaftsteil der Schweiz. Erstaunlicherweise ist der Ort nicht sehr bekannt. Wie kann das sein? Auch eine Grillstelle ist vorhanden. Somit steht einem kleinen Abenteuerausflug mit Kindern nichts im Wege. Einen Google Maps-Link zum Standort gibt es wie immer bei uns in der Videobeschreibung.